Servus Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und die Drescher sind schon in den letzten Zügen. Ist der hier vielleicht eventuell sogar schon fertig? Ja, der ist schon fertig. Ist ja krass. Der andere fährt da hinten noch. Aber ist das wirklich eine Spurbreite, die da noch fehlt? Hoffen wir es mal. Wir müssen heute uns unbedingt, hätten wir auch anlassen können. Fährt er hinten jetzt weiter? Ja. Unbedingt. Um die Schafe kümmern. Das heißt, wir werden gleich loslegen, wenn das Feld hier fertig ist. Also das will ich jetzt schon noch mal hier sauber zu Ende bringen. Wären wir hängen geblieben. Und ich habe auch wieder etwas an der Karte gebastelt. Das ist ja, wenn man weiß, wie das geht, dann ist es wohl ein Leid, das man hat. Ja, dann macht man das einfach immer wieder. Okay, der fährt jetzt noch einmal hoch und einmal zurück. Von dem her zwei rein, dann passt das. Wir nehmen jetzt mal den Drescher hier, schauen nach, wir könnten auch den Abfahrer dann rufen. Ah, stimmt, Abfahrer, da fehlt noch einer. Ich hab noch nicht alle. Der John Deere weiß, was er tun soll. Aber der Xerion weiß es noch nicht. Ja, ist, nee, noch nicht voll, aber F9 Abfahrer Silo. Moment, Raps einstellen, jawohl. Sehr gut. Der fährt jetzt gleich mal eine Runde. So, wo habe ich jetzt mein Drescher abgestellt. So weit weg. Ich dachte, ich wäre schon näher am Feld. So. Aber, geht ja ganz schön flott hier. Flotti Karotti. So, unser Plan für die nächsten Folgen ist, wir werden Raps zur Raffinerie bringen, wir werden daraus Biodiesel machen. Und Biodiesel werden wir zum Teil dafür verwenden, dass wir im Kompost Master etwas Kompost kreieren, den wir unter anderem für Dünger brauchen. Und auch für die Gewächshäuser. Weil durch den Kompostmaster kriegen wir den richtigen Kompost. Den Kompost, den wir in der Raffinerie kriegen, ist nämlich, glaube ich, zumindest eher ein Futtermittel. Hallo, jetzt kannst du mal vorwärts fahren. Ist, glaube ich, eher ein Futtermittel, das wir so eigentlich gar nicht verwenden können. Vielleicht später als Nahrungsmittel für Tiere. Warte, hier haben wir noch ein paar Fetzen. Deshalb sind wir ja da. Tempomat kannst du trotzdem bleiben.
will ja einfach noch ein bisschen die Reste aufsammeln. Hier müssen wir gleich schon die Abfahrer sehen. Wenn ich mit dem davon bin, dann kümmere ich mich um die Schafe. Ich muss es endlich tun. Der steht schon, der Xerion steht schon wieder da. Der hat seine Runde schon beendet. Oh Moment, warte, da steht noch auch noch was. Das nehmen wir noch mit. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da... Ich sehe nicht, wie weit das Rohr noch weg ist. Hallo? Ah, jetzt. Gut. So, jetzt schauen wir mal zu den Schafen. Ich weiß gar nicht. Aber wir müssen auch noch so viel... Wir müssen noch Zeug verkaufen. Ja, da ist es ja schon. Da ist ja schon unser Bergmann. Hier. Ja, mei. Dann können wir doch gleich mal loslegen, ne wahr? Ja, den kleinen Bergmann haben wir uns gekauft. Ein normales Pöttinger Mähwerk. Das reicht auch. Mehr brauchen wir hier nicht. Das Mähwerk reicht allemal, um hier normal Gras zu fahren oder Gras zu mähen. Ganz normales Mähwerk, alles gut. Keine Probleme damit. So freut uns das als Landwirt. Wir fahren jetzt hier gerade mal die kleine Insel ein bisschen ab. Dann versorgen wir die Schafe, dass die Ruhe geben. Dann werden wir uns noch was Neues kaufen. Ein, zwei Sachen. Oder muss ich... Da muss ich wieder mit dem Traktor hier wegfahren. Mal gucken, ob wir hier einmal hier wenden. Ja, ihr müsst aufpassen, wenn ihr hier spielt, vor allem wenn ihr die Fruchtzerstörung anhabt, weil, wie ihr seht, selbst wenn ich übers Gras fahre, wird die Frucht in dem Sinne zerstört. Da kriege ich nicht mal mehr Gras aus der Wiese. Ich möchte das Schild heute mal, verdammt, leben lassen. Dun, 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 dun.
einmal noch hier und dann fahren wir mal noch mal. Oh Gott. Was ein Zungenbrecher. Wir fahren jetzt noch einmal hier. Und dann fahren wir einmal die lange Kante noch. Das sollte dann erstmal reichen, um die Grundversorgung für die Schafe hergestellt zu haben. Dem hier können wir ja auch noch ein bisschen lang fahren. Es war früher bei uns immer so auf dem Land. So, mitten im Sommer, dann sind die Bauern auch immer zwischen den Pinguinen hergefahren und haben probiert von überall, wo sie nur konnten, Gras zu kriegen. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich mit dem Bergmann hier überhaupt reinfahren kann. Nee, Licht wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier beenden. So, gucken wir mal. Könnt ihr mal hier weggehen? So, Abladetrigger müsste ungefähr hier kommen. Hallo? Hier ist er. Dann mal rein damit. Und die Schafe sind aufgesorgt. Und können sich nicht mehr beklagen. So. Schupper. Ach, ein Schupper. Wir werden jetzt noch zwei Dinge erledigen. Lass mir hier ein bisschen Mähwerk natürlich auch. Das hat aber gerade so gereicht. Ja, die Wollpaletten, die werden schon nach und nach voll. Ich hau jetzt mal noch ein bisschen Wasser rein. Und dann werden wir dieses Wasserfass nämlich verkaufen und uns das billigste Fass überholen. Wir fahren damit zum Hof. Gut, also wir kaufen uns jetzt, da wir schon mal hier sind, einmal diese Geschichte, ein Juno, ich weiß gar nicht wie das heißt, Ladestation, eine Juno Ladestation, denn
Der Lely Junior, Juno, Juno ist ein Gerät, das kann selbstständig unseren Bereich der Schafe sauber halten. Muss ich nur wissen, wo der drin ist. Unter Tiere wollte ich eigentlich gucken. Da ist er. Der Juno 150 für 12.000. Farbe. Ja. Unsere neue Designsprache ist einfach gelb. So, der steht jetzt beim Händler. Das wird jetzt spannend. Der steht beim Händler und muss zum... Also zur Dings da oben. Lass mal gucken. Der muss natürlich zu unserer Schafsweide. Ja, warte mal, ist der... Ja, toll. Der Drescher ist gar nicht voll. Gar nicht fertig. Leer. Ups. Kann ich nicht den Abfahrer rufen? Ach doch, hier. So, der Juno muss auch zu den Schafen gefahren werden, weil auf einen Tieflader kriege ich den ein bisschen schwer drauf. Das werde ich zwischen den Folgen machen. Ich habe dafür schon einen Kurs eingefahren, das ist ja nur, er muss einmal durch die Schafshalle durch und wieder zurück. Ist also jetzt kein Problem. Ihr müsst auch nichts machen, ihr müsst den nur abfahren lassen. Eine Runde und das reicht ja dann wieder eine Weile. Der muss nicht die ganze Zeit hin und her fahren. So, lass mal gucken hier. Das können wir ausmachen. Oh, dann haben wir unser Rapsfeld fertig. Das ist Hammer. Vor allem ist es geil, wie schnell das mit einem Drescherverbund von 2 Fahrzeugen schon geht. Überlegt mal, wir haben einen Drescherverbund von 3 oder mehr Fahrzeugen. Das wird krass. Nein, ich freue mich jetzt erstmal, dass es so ist, wie es ist. Die 2 Drescher sind hervorragend. Warum will denn der Xerion schon wieder losfahren? Oh, da steht jetzt alles im Verkehr da oben. Und ich komme noch mit dem zweiten Lexion. Da drüben ist er auch schon fertig. Die 19. Aber erste Reife 1. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da haben wir noch... Oh Gott, jetzt kommt... Jetzt kommt der Wasser hier auch noch an. Alter, jetzt müssen wir Chaos bewältigen. Krasse Sache. So, warte mal. Wir steigen in den hier ein. Was ein Gewirr von Rohren und sonstigem Zeug. Wir fahren jetzt den hier mal auf die Seite. So, den können wir auch schon zuklappen. Und Hof bereitstellen.
wenn ihr Zeug verkauft, müsst ihr das, oder verkauft es dann, wenn ihr es selber zum Händler bringt. Seid nicht faul und verkauft es einfach so. Wir können gleich mal gucken hier. Warte, den hier können wir abtanken lassen. Wenn wir es hinkriegen. So. Gut. Verkauft das Zeug immer direkt am Hof oder beim Shop. Dann kriegt ihr mehr für euer Geld. Wir gucken jetzt auch gleich mal. Müsst ihr die Uhr im Auge behalten. Ein Fliegel-Wasserfass wollen wir verkaufen. Oh, dreckig sind unsere Maschinen hier. So, hier ist unser Verkaufstrigger. Ich muss gerade mal gucken, ob wir zwei von den Teilen haben. Hier die Fliegelmulde haben wir auch noch. Universalfass. Wir müssen nämlich ein paar Sachen verkaufen. Hier, das hier müssen wir. Kraftstofftank müssen wir auch verkaufen. Einen. Zwei haben wir. Nee, Quatsch. Doch, hier zwei. Okay. Dann können wir hier. Das Fass hier auf jeden Fall mal abstellen. Und wir kaufen uns, wie ich gesagt habe. Hallo? Will die, mag die Ansicht nicht. Wir kaufen uns einfach das ganz normale Joskin Aquatrans XL 7300S. Oder fällt mir gerade so ein. Wir haben das Universaltechnik-Pack von Kotte mit drin. Da könnten wir natürlich auch einen Universal Mini kaufen. Universal Transporttank 2000 Liter. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist den Dieseltank. Den können wir jetzt schon mal kaufen. Schwarz Agrarräder. Kaufen, weil ohne diesen Tank können wir später die den Kompostmaster nicht befüllen. Ich bin fast verzweifelt. So, jetzt lass uns mal aber noch kurz nach Wasser gucken. Hier gehen 10.000 Liter rein, der kostet 25.000. Der kostet 9.500 und gehen nur 7.000 rein, aber das ist ausreichend. Also kaufen. So. Und wir lassen uns das mal schnell an den Hof liefern. Zumindest das Wasserfass. Moment, ist das das Richtige? Jawohl. So. Diese Geschichte können wir eigentlich verkaufen. Moment. Wir lassen uns noch was anderes liefern. Weil, wie gesagt, die brauchen wir auch nicht. Ich brauche einen Universalfass. Haben wir hier. Den Kraftstofftank. Den müssen wir uns auch verkaufen. Müssen wir uns auch verkaufen. Ist was ein Deutsch. Müssen wir auch verkaufen.
zwar die ganze Fliegelgeschichte brauchen wir eigentlich nur noch für eine Sache, wenn wir uns die überhaupt schon gekauft haben. Nämlich für den Servicewagen. Haben wir den gekauft oder nicht? Ja, hier. Der steht irgendwo rum. Ah, der steht auch noch. Der steht noch beim Händler. Okay, aber gut. Dann verkaufen wir mal die halbe Schoße hier. Weil wir brauchen einfach nicht jeden Schrott. Wir haben uns damals viel zu viele Sachen schon angekauft, die wir gar nicht benötigen. Da müssen wir halt einfach mal aufräumen. So, die Mulde ist eigentlich ein cooles Gimmick. Aber brauchen tun wir die auch nicht. Ja. Und vor allem lässt sich die Scheiße bewegen. So. Ich gucke jetzt mal kurz, ob wir das verkaufen können. Moment, wir gucken erstmal hier. Die Mulde würde uns 18.400 bringen. Und wenn ich die jetzt über meine... über P verkaufe, bringt sie mir noch 15.000. Also, Leute, was macht ihr? Genau, wir verkaufen das hier. So. Irgendein MF. Ah. Feld 18 ist gestriegelt. Das freut uns doch. Aber darüber kann ich mich wann anders kümmern. Wir werden jetzt noch schnell. Ist das der richtige gekommen? Ja, hier. Den Kraftstofftank verkaufen. Ja, ich muss sagen, die FPS-Einbrüche sind manchmal krass. Ich habe gestern schon ein bisschen die Grafik runtergestellt. Wobei ich sagen muss, ich hatte nicht den Eindruck, dass es besser geworden ist. In dem Zusammenhang kann ich euch auch nur das Autosave empfehlen, weil mir ist gestern zweimal nach ein paar Stunden der Spielstand abgeschmiert. Ich habe meine Hände nicht mehr an der Tastatur und das Auto bewegt sich immer noch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ihr eine Ahnung habt, lasst es mich wissen. Hier, jetzt. Ich habe die Hände schon wieder weg, der fährt viel zu weit. Das nervt mich. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben hier 6 FPS, 6 Frames. Das ist unter aller Sau. Jetzt sogar überall. Hier habe ich auch nur noch 5, 6. Egal. Wir haben die Schafe versorgt, wir haben ein bisschen neues Equipment. Ja, wir haben ein bisschen altes Equipment verkauft. Und wir werden jetzt mal ein bisschen aufräumen hier. Und ja, wir haben Feld 19 beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Ciao.